Gut, dann auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir starten zunächst einmal mit einem, sage ich jetzt einmal, theoretischen Teil, um Ihnen einfach zu zeigen, ja, was gibt es zu beachten beim vertikalen Wasserfall und im Anschluss daran eben auch praktische Beispiele. Also eben von der Agenda her, zunächst möchte ich mit Ihnen besprechen, in die Zielsetzung und Herausforderungen, die wir hatten, um diesen vertikalen Wasserfall bereitstellen zu können, eben die Vorgehensweise, wie erstelle ich denn überhaupt so eine Grafik, welche Formatierungsmöglichkeiten es gibt, nämlich vor allem die abweichenden oder beziehungsweise neuen Formatierungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, die hinzukamen, um diesen vertikalen Wasserfall formatieren zu können. Und wie gesagt, dann im Anschluss auch zwei praktische Beispiele.